Was denn jetzt? Ist dir zu kalt? Wir können nicht hierbleiben. Wir beide müssen heute ein Ritual durchführen. Hier. Trag das. Es gehörte meiner Tochter. Gut. Heute werde ich deinen Namen nennen. Doch nennt die Göttin ihn ebenfalls. Eigentlich würde deine Mutter das übernehmen, wenn du eine hättest. Das ganze Dorf wäre anwesend. Matriarchen vollziehen das Ritual. Aber wir sind Ausgestoßene. Doch trotzdem ehren wir die Stammesrituale. Ansonsten werden wir noch wie die ungläubigen Alten, die sich von der Göttin abgewandt haben. Doch ihr Unglaube war ihr Untergang. Für uns bleibt jetzt die Herrlichkeit der Schöpfung. Bestien in Luft, Wasser, Erde und Stahl. Die Jagd auf ein Tier ist eine Sache. Ganz anders als die auf Maschinen. Man braucht Demut und Respekt vor ihrer Macht. Ich bringe dir das bei. Eines Tages. Erzmutter Tirsa, warum ist sie hier? Will sie das Ritual verbieten? Nein, 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 nicht hinknien. Es ist fast soweit. Und so ist es. Du darfst mich anreden. Kommt ihr die Namensgebung segnen? Haben wir sie euch nicht vor 6 Monaten anvertraut? Aber wir sind Ausgestoßene. Aus freien Stücken. Doch sie... Nun... Ich bin Erzmutter Rost. Ich segne, wen ich bestimme. Dann ehrt ihr uns. Ja, ja, jetzt geh schon. Sei für die Verkündung bereit. Los! Urmutter, dieses Kind muss einen Namen verliehen bekommen, auf dass deine Liebe ihr Leben wärmt, wie die aufgehende Sonne die gesamte Erde. Sprich ihren Namen! Aloy! So ist ihr Name gesegnet. Aufhören, sofort! Was hast du getan? Die Namensgebung eines Kindes gesegnet. Störrisches Weib, diese Plage nennst du ein Kind? Was hat sie über ihre Geburt gesagt, Aussätziger? Antworte! Ich tat nur, wie ihr mir befohlen habt. Sie aufzuziehen, ja. Von Liebe war nie die Rede. Genug. Und du, ihren Namen zu segnen, als wäre sie eine der Nur, eine des Stammes. Auch dir gegenüber. Ich bin hier. Und wo du auch hingehst, ich folge dir. Horizon.
gewesen. Zero Dawn. Und damit herzlich willkommen zur allerersten Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, war ziemlich sentimental gerade. Und ja, ist ein neues Projekt. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß beim Zuschauen. Bewertet das ganze Video wieder. Und ja, ich bin gespannt, was da bei dem Video alles kommen wird, was hier noch bei dem Spiel alles kommen wird, so meinte ich das. Und da schauen wir noch, Extras, steht nichts Besonderes. Und da starten wir einfach direkt rein in ein neues Spiel natürlich. Auf normal auch. Und los geht's. Aloy! 6 Jahre später. Aloy! Lauter Bären. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr, hm? Wirklich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Die Ausgestoßene ist zu meiden. Da. Ja. Oh, komm schon. Ja, nun lauf. Lauf weit weg. Das ist, glaube ich, das Beste. Oh shit. Damit starten wir mit der neuen Hauptquest, ein Geschenk aus der Vergangenheit. Geh in die Höhle hinein. So. Oh, eine Ratte. Die Aloy hat wirklich schöne Augen und leider frage ich mich auch, warum sie ausgestoßen wird. Schauen wir mal zuerst da entlang. Kommen wahrscheinlich von beiden Seiten rein. Oh shit, Fledermäuse. Nicht schön. Nicht schön. Ziemlich eng. Aber ich passe durch. Drücke, um ducken, um aufzustehen. Okay. Das muss eine Ruine der Metallwelt sein. Eine der alten Orte. Ja, aus der Vergangenheit. Fragt sich hier auch nur, warum, was hier passiert ist. Alles voller Wiesen, aber alles... Oh, nicht runterfallen. Aloy. So. Schauen wir uns mal um. Also die Grafik ist wirklich mal Hammer. Schon die Anfangssequenz war richtig Hammer. Wo müssen wir lang? Da wahrscheinlich durch. Was sagt, ich soll nicht an solche Orte gehen. Ja, böses Aber Mädchen. Er ist nicht hier. Und darum bist du nun ein böses Mädchen. Ganz klar. So. Wahnsinnsatmosphäre. Kriegt man richtig Gänsehaut. Laufen kann sie auch. Ziemlich schnell. Ist da was Besonderes? Nö, ist nichts Besonderes. Da drüben geht's nicht weiter. Das sieht so aus wie eine Rakete, oder? Ein Stein, der bemalt ist? Nee, sieht aus wie eine Rakete. Hm.
da geht's dann weiter. Geh in die Höhle hinein. Ich bin ja schon drinnen. Wow. Oh shit, schon wieder Fledermäuse. Schon wieder Fledermäuse. Und kalter, stürmischer Wind. Da vorne ist irgendwas. Schokolade mit Sicherheit nicht. So, was ist das hier? Da fliegen auch lauter Fledermäuse. So. Was ist das? Ein Toter. Ja, nicht sehr schön. Ein Toter. Und dieser Lichtstrahl direkt auf den Toten. Wahrscheinlich ist er von da oben heruntergefallen. Sieht so aus. So. Du musst wahrscheinlich... Da glänzt doch etwas. Untersuche das seltsame Gerät. Lecker, lecker. Nö, die Leiche hat sich nicht bewegt. Oh. Wow. Lichter überall. Wie macht es das? Finde einen Ausweg. Schalte den Fokus durch Drücken von R3 ein oder aus. Ah, so funktioniert das. Na klar. Schaut das mal geil aus. So. Bei der Leiche hier liegt gar nichts. Das schaut sehr interessant aus. So, schauen wir einfach mal weiter. Eine Metalltür. Verschlossen. Bitter. Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus. Bunkertür. Brandschutztür. Verstärkt. Verschlussintegrität enthalten. Erhalten. Okay. Wie geht die nur auf? Jo, das frage ich mich auch. So. Okay. Da müssen wir rüber, 12 Meter entfernt. 13 Meter. Und? Was ist hier? Was ist da? Ah, verwendet das Gerät, um den Raum zu scannen. Holoschloss. Da ist was. Es hängt mit der Tür zusammen. Benutze das Holoschloss, okay? So, wie kann man das benutzen? Noch mehr Lichter. Jo, sieht so aus. Na komm schon. Ah ja, jetzt dürfte die Tür aufgehen. Wie soll man das dann benutzen? Okay.
Wie soll ich dieses Holoschloss benutzen? Ah, okay. Habe ich vorher nicht gesehen, dass es hier durchgeht. So. Holoschloss im Uhrzeigersinn drehen. Ah. Ein Farbwechsel. Das sieht toll aus. Ein Farbwechsel, ganz klar. So, schauen wir mal. Vielleicht ist da was Interessantes. Höp. Mädchen, lauf schon. Da ist sonst nichts Besonderes dabei. Jetzt geht, glaube ich, natürlich auch die Tür auf. Oder ist schon offen. Ein Farbwechsel an der Tür. Wow. Spielt natürlich in der Zukunft anscheinend. So, was ist das hier? Kann man damit auch hin? Nee, kann man nicht. Ah. Direktor Evans, Eilmeldung vom USRC. Black Quartz verschlüsselt. Ich habe die Nachricht auf das Holoraster geroutet. Zum Betrachten. Okay. Bunkertür. So, da müssen wir da durch. Ist da sonst irgendwas? Ich will nichts übersehen eigentlich. Schau da sehr genau. Hep. Da ist nix. Finde einen Ausweg. Was ist das? Das ist ein Mensch. Und? Meinst du, mir gefällt das? Es geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi! Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Zeig's mir nochmal. Nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Okay, das dürfte dann... großen kleinen Mann. Das dürfte dann... ein Hologramm für die Nachwelt gewesen sein. So. Finde einen Ausweg. Schauen wir noch uns ein bisschen um jetzt. Was ist das da hinten? Hm. So. Das schauen wir uns jetzt ein bisschen um. Was? Das hat mir was angezeigt. Bunkertür. Okay. Da. Und rein da. Alles klar. Ein Geschenk der Vergangenheit. So. Ist was Besonderes dabei? Was ist das denn? Das leuchtet so komisch. Das leuchtet echt komisch. So. Dann müssen wir da rauf, oder? Glaube ich auch. Eine sehr interessante... Was? Wo war da eine Ratte? Ich habe keine gesehen. Oh, cool. Warum sind sie hier gestorben? Und Machu Picchu. Was ist passiert? Das wollte ich schon immer mal sehen. Hat nie geklappt. Warum habe ich Owen damals nicht begleitet? Blöd. Ich meine, ernsthaft unsere Gedanken für die Nachwelt erhalten? Tolle Idee, Direktor Evans. Habe ich nicht schon genug für die Nachwelt getan? Wäre ich denn hier? So, wenn es nicht für die Nachwelt wäre?
Ich bin fertig mit der Nachwelt. Die Nachwelt. Und vielleicht ist das alles, was ich brauche. Weißt du, als die Tür sich geöffnet hat und du da gestanden hast, in diesen Retro-Klamotten und mit diesem Lächeln. Sonst hättest du es gesehen. An meinem Gesicht. Das, was gerade in mir erblüht war, verstehst du? Es war nur eine Sekunde, aber ich wusste es. Ich wusste, wir wären für immer. Jo, das ist sehr traurig gewesen. Ja. Warte mal kurz. Habe ich irgendwas übersehen da? Schauen wir mal. Ich komme. Ja, ich komme auch gleich. Halt. Achso, die haben wir schon angehört. So. Ich höre dich. Habe ich irgendwas übersehen? Denke nicht, oder? Ja, ich komm schon. Finde einen Ausweg. Machen wir natürlich. Hep. Spring, Aloy. Rost wartet auf dich. Ich komme, Rost! Urmutter sei Dank. Komm, Kind, nimm meine Hand. Das ist kein Ort für dich. Komm hoch. Ja. Solche Orte sind verboten, Aloy. Bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt. Was hast du da am Ohr? Nichts. War das da unten? Nein. Los, gib es mir. Nein. Aloy, solche Dinge sind gefährlich. Nein! Na, wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy, nach Hause. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen. Jo, Papa, mach mal. Kein Murmeln ins Spielzeug. Wir gehen jetzt ins Tal. Komm mit. Die Wildnis kann gefährlich sein, Aloy. Du musst bei mir bleiben und tun, was ich sage. Ich weiß. Du bist immer noch zerschrammt vom Sturz gestern. Fangen wir damit an. Nimm diesen Medizinbeutel. Ich zeig dir, wie man ihn füllt. Siehst du die Pflanze hier drüben? Das ist ein Salbestrauch. Sammle seine Beeren in deinen Beutel. Jo,
Damit will ich's. Komm schon, sammle die Beeren. Willst du mich pflanzen? So. Ich sammle. Sammle die Beeren. Ja, ich sammle schon die Beeren. Zufrieden? Jetzt isst die Beeren. Okay. Sie schmecken vielleicht bitter, aber sie können dein Leben retten. In deinem Beutel sollten immer heilende Beeren, Blumen und Pflanzen sein. Wo sind wir? Dieses Tal ist nur ein Teil von Urmutters Becken. Becken? Der Nora-Stamm hält hier Wache und wehrt die gefährlichsten Maschinen an. Normalerweise. Na, wo gehst du denn hin? Aber diese Aussicht ist doch Hammer. Wow. Flussabwärts ist eine Maschinenherde. Und ich werde dir zeigen, wie man jagt. Sind sie gefährlich? Alle Maschinen sind gefährlich. Man muss ihre Kraft respektieren. Aber ich bin bei dir. So, wo gehst du nun hin, mein Freund? Aloy, eine Maschine kommt. Runter und folge mir in das hohe Gras. Mach mal. Bin schon unterwegs, Papa. So. Schleifen uns da rein. Bleib jetzt unten. Babys. Nein, Aloy. Solche Maschinen nennt man Wächter. Du musst ihrem Blick ausweichen, wenn du in der Wildnis überleben willst. Ich zeig's dir. Hör gut zu und tu, was ich tue. Halt still. Lass sie vorbeigehen. Bleib geduckt und folg mir über den Pfad ins hohe Gras. Mach mal natürlich. Ups. Der Wächter hat dich gesehen, Aloy. Versuch's nochmal. Jo, ist schon gut. Na? Ja, geh weiter. Vater. Bleib gedrückt. Geh weiter. Und folg mir über den Pfad ins hohe Gras. So. Oh, noch einer. Lass ihn vorbei. Hier lang zurück. Okay. Natürlich sehr lustig. Desto leiser bist du. Und geducktes Gehen ist leiser als aufrechtes. Aha. So würde ich nicht geduckt gehen. Dann wäre ich laut. Warte auf ihn. Sehr interessant. Interessante Maschine. Das war der letzte. Weiter geht's. Jo, na klar. Was ist? Gut gemacht. Sie haben dich nicht bemerkt. Bleib bei mir. Die Herde müsste vor uns sein. Okay. Da ist ein Hase gelaufen. Dann folgen wir dir halt. Wer ist das? Ignoriere ihn. Warum ist er da oben? Er lächelt uns zu. Tipp! Komm nach Hause zurück! Tab! Wo bist du? Ignoriere ihn. Wir sind Ausgestoßene, er ist vom Stamm. Vielleicht mag er den Stamm nicht. Dann ist er ein Narr. Komm jetzt, suchen wir die Herde. Folg mir. Ja. Und damit sind wir am Ende des Videos angelangt. Ich sag recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Ciao, ciao.